Jojo Gang, was geht ab? Jonas hier am Start für euch. Ich bin wirklich fassungslos. Die Bild hat uns in einem Artikel erwähnt. 16 Orchester, Gender Gaga, Schlagseite nach links. Angeblich alles unverzichtbar bei ARD und ZDF. Sheesh. Ist geschrieben vom Chefreporter dieser Zeitung. Und der findet uns gar nicht so cool. Tatsächlich hat Peter Puls bis an die Schädelplatte. Oh, yikes. 2, 4, GUTS! Ganz kurz bevor es losgeht, zum Sponsor des heutigen Videos, das ist mal wieder Blinkist. Blinkist ist eine App mit Zusammenfassungen von Sachbüchern. Man braucht so 10 bis 15 Minuten pro Zusammenfassung, die gibt's entweder als Text oder sogar als Hörbuch. Es gibt ganz viele Kategorien, zum Beispiel Geschichte, Wissenschaft oder auch Wirtschaft. Und jeden Monat kommen 40 neue Titel dazu, auf Deutsch und auf Englisch. Eine Empfehlung von uns wäre auf jeden Fall Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman. Unter blinkist.de/twoboardguys gibt es 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo. Das könnt ihr auch eine Woche lang kostenlos testen. Okay, der Artikel der Bild, der übrigens auch abgedruckt wurde, sagt im Groben und Ganzen, Gender Gaga, die Öffis haben eine derbe Schlagseite nach links, jetzt wird der Rundfunkbeitrag erhöht, what the f***. Kurz ein verwirrender, polemischer Rant mit ganz seltsamen Verdrehungen. Ein Beispiel wäre, knapp 90% der ARD-Volontäre, Journalisten-Azubis, würden rot-grün-rot wählen. Umfrage. Die meisten ARD-Anstalten senden genau mit dieser Schlagseite. Hier gibt es so viel zu entpacken. Erstmal zu der Umfrage. Die hat natürlich richtig heftig Welle gemacht, als sie Ende letzten Jahres erschienen ist. Für einige beweist die Studie, guckt, wie heftig links ARD und ZDF sind. Das Problem ist, naja, die Studie war eigentlich gar keine richtige Studie und so sauber ausgeführt auch jetzt nicht wirklich. Dazu gibt es diesen ausführlichen Artikel bei Übermedien. Ich zitiere, schaut man sich die Sache an, fällt auf, dass von den 150 VolontärInnen der ARD lediglich 86 an der Umfrage teilgenommen haben, rund 57%. Dabei antworteten auf die Wahlfrage sogar nur 77 der 86 TeilnehmerInnen. Während der Saarländische Rundfunk und das ZDF gar nicht mit drin sind, da sie zum Zeitpunkt der Umfrage keinen Volo-Jahrgang gehabt hätten. Wait, die Umfrage ist also gar nicht repräsentativ und wird völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Aber 90% klingt doch so geil und 90% von 57% von einer der Rundfunkanstalten halt nicht so. Aber zurück zum Artikel, da steht dann ja auch noch, die meisten ARD-Anstalten senden genau mit dieser Schlagseite. Ganz schön geschickt gemacht, den fehlerhaften, unzureichenden Beleg für die mutmaßliche politische Schlagseite der Azubis zu nutzen, um das mal kurz sprachlich indirekt auf den ganzen Sender zu beziehen. Sass. Denn wenige wissen's, die Azubis bestimmen bei der ARD, wo der Hase langläuft. Also da wird immer ganz oben in der Chefetage, werden immer alle Volos zusammengerufen und dann fragen die, hey, was ist denn eure politische Ausrichtung? Wen sollen wir denn zu den Talkshows einladen? Worüber soll... Puh... Das mal nur als Beispiel, wie der Artikel so geschrieben ist. Zur Diskussion rund um die Verschlankung der Öffentlich-Rechtlichen und die Rundfunkgebühren und wie hoch die sein sollten, etc., etc., was gesendet werden sollte, dazu will ich hier gar nicht so viel sagen. 16 Orchester braucht man wahrscheinlich halt echt nicht. Aber so eine Debatte würden wir eher auf unserem Nebenkanal Simply führen. Bis dahin kann ich euch dieses Video von kurz gesagt zu den Öffentlich-Rechtlichen empfehlen. Aber jetzt zu uns. YouTube-Kanäle wie Simplicissimus bringen Agitprop-Dokus. Wie das US-Militär dich manipuliert und das junge Volk. Hoi, hoi, hoi. Agitprop musste ich erstmal googeln. Ideologisch propagandistische Arbeit mit dem Ziel, die Massen zur Entwicklung des revolutionären Bewusstseins zu führen und zur aktiven Teilnahme am Klassenkampf zu veranlassen. Keine Ahnung, was Peter uns jetzt hier genau unterstellen will, dass wir kommunistische Propaganda machen oder dass wir aktiv zum Klassenkampf aufrufen. Das Lustige ist ja, dass er das aus einem über Monate recherchierten, mit Primärquellen belegtem Beitrag über US-Militärpropaganda herleitet. Ihr sagt, dass das US-Militär über manche Hollywood-Filme Propaganda verbreitet, was stimmt, das zu sagen, ist Propaganda. Ich meine, what? Digga? So eine wüste Anschuldigung auf der Basis des Titels unseres Videos, ohne Bitte um Stellungnahme, ohne Beweise und eben gegen einen Beitrag gerichtet, der
literally auf der Basis von Dokumenten des Pentagons entstanden ist. Ah, aber so sind wir halt. Stimmungsmacher fürs junge Volk. Ist schon ein geiles Gefühl, wenn man das erste Mal vom Springer Verlag denunziert wird und dann gleich vom Chefredakteur. Naja, die Moral der Geschichte ist, wir sind im Prinzip Kommunisten, die das junge deutsche Volk verderben wollen. Bei der Bild wird gewissenhaft recherchiert und alle Mitarbeiter dort sind tolle Journalisten. Besonders die in hohen Positionen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut nach links und rechts, aber vor allem nach ganz links, wenn ihr über die Straße geht. Habt einen richtig nicen Tag oder Abend. Hammer und Sichel, Bild vermeiden, vermeidet Puls bis an die Schädelplatte. Wir rufen hiermit auf zum Klassenkampf. Feiert gut und Case closed. My hair grown out, but I'm still the same kid. I got some buzz, but I still push the same whip. I got my team, yeah, I'm still with the same kids. Passing women around, never fuck the same bitch. Twice when you see me, best salute me like your captain. Sipping on some Pinot in the koozie when I'm rapping.